Ob es jetzt wirklich passiert. Komm, Luigi. Was? Ich bin irgendwie so auf den Blöcken, die sind irgendwie so zurückgefahren. Ich bin irgendwie stecken geblieben drauf. Ja, und das war's mit mir. Was? Ja. Entertainment. Nach diesem Geisterwald braucht Luigi jetzt eine Therapie. Zum Glück gibt es die in diesem Schloss, nämlich Kettentherapie. Hast du zwar wahrscheinlich was anderes, aber Therapie ist schon mal gut. Wir haben hier auch ein bisschen Lava. Ich finde das bekannt, aber es funktioniert irgendwie. Einfach durch. Dark Coins. Was? Wo? Wo genau ist da die zweite? Habe ich genug Items? Ich habe genug Items. Ah, okay, ich habe keine Items wieder nicht. Wo ist da die zweite gewesen? Komplett übersehen. Die erste war verständlich, habe ich gefunden. Die dritte auch, aber. Oh, no. Aber wo genau da die zweite gewesen sein soll? Hier vielleicht? Nee, aber noch ein One-Up. Hier oben. Keine Ahnung. Hier oben. Ah, warte, vielleicht hier. Ah ja, ich sehe es. Dass die so knapp beisammen sind. Hätte ich nicht gedacht. Nein, nicht die Lava Bee. Oh, warte, da unten ist noch was. Da will ich eigentlich auch gerne rein. Vielleicht gehe ich beim Versuch drauf, aber ich will auf jeden Fall reinschauen. Nee. Ich wäre da gerade fast für nicht drauf gegangen. Okay. War nicht das beste Investment, was ich hier gemacht habe, aber ich lebe ja zum Glück noch. Wie schnell das Kartel? Die Lachen werden immer besser. Nicht nur die Schwierigkeit steigert, sondern auch die Coolness oder die Epischheit, I guess. Das Lachen. Beide so richtig nice. Okay, was kannst du? Außer nix? Überhaupt nichts, okay. Kommst du da auch mal runter oder muss ich hochkommen? Auch wenn ich nicht wirklich wüsste, wie. Ah, okay, 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 okay. Wie ist das hier mit dir? Bleibst du einfach unten oder. Ja, ist gut. Mann, wo stehst du auf? Hier. Wieso rennst du in die Richtung? Ach, solange dich treffen lässt, ist alles gut. Alter, der ist nervig. Das ist so eine Art Bumerang-Form. Dann weißt du nie wirklich genau. Hier müsste aufstellen. Nein, dann hier. Wieso rennt er immer in die andere Richtung? Ich denke mal, ich habe ihn. Und dann rennt er in die andere Richtung weg. Verrecken. Please. Ich darf nicht so hochspringen, ist das Problem. Ey! Ich hasse das Vieh. Der ist so unglaublich nervig. Der ist so close. Runter. Danke. Alter, ist der nervig. Ist ja richtig nervig zu kämpfen. Richtiger Kram. Ja gut, ist klar, er ist auch der letzte aktuell, aber war bis jetzt der allerschwerste. Aber wenn man irgendwie sein System verstanden hat, geht. Das ist immer so, du musst immer herausfinden, wie greift er an, und wenn du das geschafft hast, dann ist er relativ einfach. Das musst du halt blöderweise erstmal rausfinden. Wir haben erstmal alle Starcoins gesammelt, das ist sehr gut. Speichern kann man eigentlich machen. Ja, speichern. Gut. Perfekt. Sechste Welt.
rushen hier durch. Schau mal, wie weit wir heute kommen. Wenn wir sehen. So, nein, falsch. Wir beginnen mit tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Okay. Geht das Level vielleicht nach unten? Das wäre auch cool. So, mein Level ist. So, Level, das nach unten gehen würde. Aber ich glaube, das gibt es aktuell noch nicht. Der war cool. Danke. So, jetzt hier gerade kriege ich hier Gnocchi. Ja, bloß nicht kassiert, aber die Star Coin ist mein. Nein. Fuck los. Schnell. Eisblume, sehr schön. Dann kann man diese hier nämlich einfrieren, das ist cool. Ja, brauche ich hier auch direkt. Dann kann ich hier richtig gechillt drüber laufen. Ja. Okay, springen geht anscheinend nicht mehr. Was war das? Ich habe den B-Knopf noch nicht so fett reingedrückt und trotzdem springt er nicht. Und da sind wir wieder. Okay. Wollte mal wieder cool sein, einfach drauf gegangen und hab's mir jetzt anders überlegt. Lieber, cool, bringt nichts. Die Sterbe schneide ich nämlich raus und dann warte niemand was davon, außer dass ich mehr Arbeit habe. What? Das Mod-Up drin, ne? Okay, diesmal diese Richtung. Hat erledigt. Aber jetzt habe ich ein kleines Zeitfenster. Oh, da oben ist sogar noch Geld. Oh, Pixel Luigi. Cool. Hat sich also doch gelohnt, den Kuba da zu verlieren. Aufpassen hier. Nicht treffen lassen, aber das mache ich gut. Das mache ich richtig gut. Jetzt bis zur nächsten Sack und ich betreffen lassen. Das kriege ich sie nicht. Perfekt, habe ich. Danke, ich habe die Eisblume zwar noch verloren, aber die Starcoin ist mein. Rennen wir halt wieder ohne Power-Up raus, aber immerhin rennen wir raus mit allen Starcoins. Verliere ich lieber das Power-Up, als dass ich gleich sterbe oder die Starcoin verpasse. Lieber so, als anders. Okay, Schalter. Umschalten, klick. Und jetzt in der Kehle des Stachelfisches. Ach. Wie darf ich mir das vorstellen? Wollte ich mir das vorstellen? Um irgendwas? Ist einfach ein Gegner, aber sonst nichts. Habe ich auch noch nicht so oft erlebt. Okay. Wir haben gelernt, dass anscheinend die Kehle des Stachelfisch. Der hat eine sehr spannende Kehle. Was ich gern hätte, ist die Eisblume. Die will ich behalten. Diese Münzen brauche ich, glaube ich, eh nicht. Hier oben irgendwas? Ne, ist aber irgendwie voll so aus. Ich gehe lieber unten. Ich glaube, ich kann das gleiche Viech anrefrieren. Okay, jetzt bringt die unten mir durch. Hier, nope. Ich habe was verpasst. Aber Tier ist hoch. Jawohl. Zweite erst, okay. Das heißt, da. What? Wie ist die jetzt aufgetaucht? Keine Ahnung, ich beschwere mich nicht drüber, einfach durch. Durchziehen. Keine Ahnung, wie die aufgetaucht ist, die war auf einmal da. Wie gesagt, ich reg mich nicht drüber auf, ich springe einfach ins Ziel. Und krieg sogar noch One-Up. Nicht hinterfragen, das habe ich gelernt. Einfach nicht hinterfragen, solange es funktioniert, funktioniert. Doch egal warum. So, direkt wieder den nächsten Schalter umlegen, macht wieder Klick. Und jetzt gibt's Gefahr im Grollturm des Grauens. Oh nein, hatten wir schon mal einen Turm des Grauens? Kommt irgendwie bekannt vor. Okay, ich verstehe, was mit Grauen gemeint ist. Okay, hier wird eine Eisblume. Da links ist eine Röhre und da rechts eine Röhre.
Okay. Ah, ich verstehe, ich muss mir das hier so frei. Hier machen wir so. Sieg. Da geht's rein. Habe ich mir gedacht, weil sonst. Warum sollten die sonst da sein? Glaubt ihr jetzt die andere Seite irrelevant oder ist da was Spezielles? Schönes Luigi-Porträt übrigens. Da komme ich jetzt. Ah ja. Ich komme auf der anderen Seite raus. Haben wir das die Frage geklärt? Ja. What the hell? Oben ist was. Mal schauen. Was hier so abgeht. Perfekt, da geht rein. Und das ist jetzt Starcorn. Ist hier oben noch was? Nein. Habe ich alles richtig gemacht? Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Aber mit Hochklettern geht's nicht. Oh, Secret? Secret! Ich habe alles, aber Secret. Ja, muss ich noch normalen Access holen. Aber was? Wieso konnte ich damit Wandsprüngen nicht hoch? Aber mit dieser geheimen Röhre konnte ich hoch. Wer hat sich das ausgedacht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Dann haben wir das Secret Level freigespielt. Aber wir brauchen natürlich noch den normalen Exit. Ja, gut, ist okay, ist in Ordnung. Okay. So, jetzt die Frage: Komme ich da hoch? Erstens. Ohne einen Hit zu kassieren. Ja, das war's basically. Alles, was ich sagen wollte. Diesmal hätte ich gern beide One-Ups. Wenn das möglich ist. Ohne einen Hit. Jetzt hast du erstmal hier ein bisschen Stress. Das One-Up kriege ich nicht. Da kassiere ich den Hit, aber ist neues Power-Up, von daher ist es wurscht. Diesmal kann ich auch die Röhren nehmen. Schnell. Okay, ich krieg. Ich dachte gerade schon, ich krieg Damage, weil ich da durch dieses Ding durchfliege. Okay, gibt keine Feuerblume. Egal. Bum bum. Hat eh nichts drauf, da brauchst du kein Power-Up. Und da ist jetzt nicht so traurig, dass ich keine Feuerblume habe. Ja, ja, lach ein bisschen, mach ihn in Anführungszeichen stärker. Was kann er jetzt? Oh, er hat Flügel. Oh nein. Ich komm trotzdem hoch. What? Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich komm trotzdem hoch. So. Ich will die Flügel bringen ihm was. Und dann ist er vor mir sicher. Schon ein bisschen traurig. Aber ja. Das haben wir auch durch. Wieder zwei neue Level freigeschaltet. Aber wir laufen. Ja, nachdem wir natürlich gespeichert haben. Das dürft ihr nie vergessen. Das hat mir bis jetzt nie was gebracht, das Speichern. Ich speichere eh, wenn ich aufhöre. Jetzt gibt's. Oh, die Knochen waren mal bei Tag und nicht bei Nacht. Das ist ja mal was Neues. Was eine Überraschung, da oben war nichts drin. Warum auch immer ich die Blöcke. Alter, ist das asozial. Gib mir. Willst du mir die Starcrow unter die Nase reiben oder. Einfach nur. What? Nein, da war die nächste. Ich verpasst echt alles. Chillt jetzt die ganze Zeit hinter mir, diese Starcoin. Wie oft will ich. Ja, ist gut! Wie oft denn noch? Starcoin ist. Ah, okay. Hab sie durch Nichtstun eingesammelt. I guess. Ja, ist gut. Ich hasse diese Pflanzen. Ich will noch die dritte Starcoin. Können die nicht sterben, wenn die da durchfahren? Warum geht das nicht? Was war das? Kommt das Ding wieder hoch? Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass da rechts unten vielleicht noch was ist. Aber das macht keinen Sinn, weil wir sind im Secret Level. Wieso soll es im Secret Level ein Secret Exit geben? Egal. Wir brauchen noch diese eine Starcoin. Und das würde ich sagen, schaffen wir ohne Power-Up. Oder ich glaube, das geht ohne Power-Up.
Das traue ich mir dann schon zu, dass ich das ohne Power-Up hinkriege. Ob es jetzt wirklich was. Komm, Luigi! Was? Ich bin irgendwie so auf den Blöcken, die sind irgendwie so zurückgefahren. Ich bin irgendwie stecken geblieben drauf. Ja, und das war's mit mir. Was rühr ich denn auf? Ist nicht alles so perfekt? Und jetzt denke ich mir, nee, ich muss ja noch ein bisschen Entertainment reinpacken oder so. Das hab ich jetzt fünfmal. Entertainment ist irgendwie was anderes. Habe ich so das Gefühl. Jetzt habe ich den Block getroffen. Okay, ich weiß, was abgeht. Ich brauche die Piece, ich muss ihn betätigen. Weil da gibt es dann so eine Nerv. Oh, ich hab's da gehört. Betätige den mal instant. Schau mal, ob das ein Fehler ist. Nein, das nicht. Wobei es jetzt richtig viel Coins gäbe, aber naja. Solange ich es überlebe, ist alles gut. Ja, jetzt haben wir hier schon mal die zwei Piranha-Pflanzen, die Ultra-Nerven. Noch mehr Geld, 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 Geld. Da muss man einfach nur ein bisschen chillen. Ab und zu, wenn die Pflanzen nahe kommen, ein bisschen springen. Aber das war's auch schon, oder? Ah ja, jetzt kommen noch so ein paar Gipfelspitzen, wie ich sie nenne. Und das war's. Holy Sch. Das war knapp. Perfekt. Ja. Nach ein bisschen Entertainment habe ich es auch geschafft. Entertainment in Anführungszeichen. Okay. Nein. Wir haben noch zwei andere Level vor uns. Ich würde sagen, wir machen das obere zuerst, weil das hier ist der Spikes-Spießroutenlauf. Oh, das erinnert mich an dieses eine Level dann in der 9. Welt. Oh, das ist so ein Pain. Immer wenn ich Spießroutenlauf oder irgendwas mit Lauf erinnere, ich mich daran. What? Wieso ist da oben nichts? Das sah doch komplett obvious aus. Da ist doch was. Ich meine, jetzt bin ich klein, das kann ich nicht stecken. Okay, die canceln sich, sehr gut. Hier jetzt? Ich wusste, dass hier was ist, aber da geht's von unten anscheinend nicht rein. Ich wollte gerade alle wegfeuerblumen. Betonung auf wollte. Das ist doch was. Nein. Das gibt's doch nicht. Aber da hinten. What? Was war das? Ich bin einfach mitten in ihm nicht mehr unverwundbar gewesen und draufgegangen. Theoretisch. Aber meine ich drauf. Oh nee. Please, hier nicht mehr drauf gehen. Bin daneben gesprungen, aber wurscht, ich lebe. Hab alles. Und lebe. Die einzigen zwei Sachen, die zählen. Ja, und vielleicht das One-Up am Ende noch mitnehmen. Das habe ich jetzt zwar nicht geschafft, aber symbolisch. Hab ich's geschafft. So. Darunter. Licht am Ende des Turmes? Den Tunnel sehr die cooler gefunden. Richtig cool optimistisch. Da spielst du das Level, denkst dir. Du warst so optimistisch. Geil, ich liebe solche. Was da unten? Nein. Okay. Drüben. Hab ich. Cool. Sich das alles zusammen in die Mitte move. Wo man immer so nach links und rechts schauen muss, ob irgendwo eine Starcoin erscheint. Splittet nicht! Ach, mich musste jetzt vorbeispringen, weil mich das zerquetscht, aber nein! Das Spiel denkt sich, nee, ich meine, wir sagen es ihm vorher nicht, aber wir tun das nicht. Ja, was für Verarsche. Okay, ich finde jetzt viel zu viele Power-Ups, merke ich gerade. Das sollte ich nicht machen.
Aber ich liebe die Propeller Heads einfach zu sehr, um ihn nicht benutzen. Das war mein Lieblings-Item damals. Eigentlich immer noch. Wie? Kann man erklären, wie ich da gerade draufgegangen bin? Ja, das kannst du halt nicht wissen. Perfekt. Puh, gut, dass ich da nicht getroffen wurde. Da auch nicht. Ja, was ist das jetzt? Einfach Stay Alive oder was? Ja! Den hat komplett durch. Links oben ist Darkcoin. Ich lebe. Raus. Da ist Licht am Ende des Turmes. Wir haben das Licht erreicht. Warte, ist. Ah ja, stimmt, das war das Gute. Ich habe jetzt mit Licht am Ende des Turmes eher so das helle Licht im Himmel gedacht. Alter, um da hochzuspringen. Ich will jetzt nicht noch die Feuerblume verlieren, nur weil ich. Und ich muss wirklich noch. Ich sag solche Sachen immer. Das ist immer jedes Level dasselbe beobachtet. Ich immer in den letzten paar Metern verliere ich das Item. Ich sag jedes Mal, ich will es nicht verlieren. Ich werde aufpassen. Rat mal, was ich nicht tue. Genau, aufpassen. Jedes Mal dasselbe. Okay, jetzt gibt's noch die Palette? Keine Ahnung. Falsche Richtung war das, hat man glaube ich gemerkt. Nee, hat's nicht gemerkt. Hat er denn nicht dorthin geworfen? Wie wurde ich da nicht gehittet? Genau, das ist es immer. Immer wenn ich sage, ich wurde nicht gehittet, dann werde ich getroffen. Egal wie viel Skill, egal wo. Egal ob Gegner in der Nähe sind, ich werde gehittet, sobald ich sage, wie wurde ich da nicht gehittet. Ich hätte das ehrlich gesagt gedacht, dass ich drauf bin. Aber anscheinend wurde halt mal gegönnt. Erinnert euch noch, als ich drauf geredet habe. Was mache ich heute? Was? Ich krieg nichts auf die Reihe. Wirklich so Betonung auf nicht. Alter. Was führe ich hier schon wieder auf? Ich sag euch, das könnte eine Comedy-Sendung sein. Wie schlecht kann man spielen? Das wäre so der Titel. Stehe ich voll dahinter. Das wäre so toll. Weil ich müsste mich halt nicht mehr verstellen. Oder der Beste im Schlechtsein zu sein. Ich müsste einfach normal spielen und wäre trotzdem erster im Schlechtsein. Weil ich es einfach bin. Ich bin das. So, okay. Diesmal please hier nicht drauf gehen. Ich sollte ja aufhören sowas zu sagen, weil ich weiß genau, dass ich dann getroffen werde. Okay. Warte. Ich kann den Cooper nehmen. Dann muss ich nämlich kein Hit einstecken, um Darkcoin zu holen. Ja. Man kann so einiges vermeiden, wenn man mal denkt. Und? Ratet mal, wer wieder auf den letzten paar Metern vom Ziel getroffen wurde. Genau. Wie gesagt, jedes Level muss man beobachten. Ich krieg's immer wieder hin. Es ist vorprogrammiert. Sagt es so, es ist vorprogrammiert. Dass ich nicht hinkriege, nicht getroffen zu werden. Als nächstes hätten wir den Unterstrom im Drehwurmturm. Aber das gibt's im nächsten Part. Das darf ich gerne auch da, damit ihr das gut auf keinen Fall passt. Sonst bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.